Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani ULP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir einen Bunker unter die Lupe genommen und da guck mal, wie ich jetzt aussehe. Jetzt sehe ich wieder handsome aus. Haben den restlichen Ort hier in der Nähe des Bunkers noch erkundet. Wie ist er nochmal? Lauschposten. Bravo. Wo nichts drin war, außer ein blöder Yaogwai. Und sonst nichts. Dann sind wir über die Schule, die Malden Middle School, gestolpert. Und hoffentlich ist da irgendwie was. Weil, warum nicht? So, wo war jetzt nochmal der Eingang? Irgendwo runter, da. Das hier hinter einer Gitterzelle ist der Eingang. Malden Middle School Keller. Ja, okay, Keller. Aber warum ist da trotzdem ein Dingens? Ein Gefängnis. Die sehr unanständigen Kinder. Keine Ahnung. Middle School ist doch noch für so Teenager. Und 13, 14 oder so, glaube ich. Also die Stühle sahen jedenfalls nicht so aus, als würden da 18-Jährige drin sitzen oder so. Mal schauen. Hauptsache, es lohnt sich. Was irgendwie so ein Thema war im letzten Part. Ja, Vault, was? Hier ist noch Vault? Und da sind keine. Habe ich mir im Ganzen, warum ich nicht Dings? In meinem Vault musste ich geheime Versuche mit den Bewohnern machen. Vielleicht war das hier auch so. Oh Gott. Er ist der Legendäre. Du. Mal stehen. Danke. Ein Schlag direkt zum Tieren gemacht. Kann das ein Schleichangriff gewesen sein? Der hat mich doch eindeutig gesehen. Das schon wieder. Der haut schon wieder mit den Fäusten zu. Was soll das? Die machen verdammt viel Schaden. Schieß ganz, nee, noch nicht. Wo treffe ich denn mehr? Alter, macht der Schaden mit dem Teil. Das tut mich im Brand stecken, der Teil. So. Au, oh nein. Oh nein. Seid ihr alle? Geh weg! Mann! Und noch mehr. Oh Mann, das kann ja schaden. Das kommt mir schön um die Ecke. Was ist das? Voll schön, das ist aber egal. Noch eine Metallrüstung. Wieder rechter Arm. Hast du sie entwaffnet oder was? Okay, in dem Fall macht das Sinn, aber womit sie ihn von allen anderen Gegnern auch immer
hat. Es ist dann, wenn die Charaktere alle Waffen haben, wenn die ganze Zeit verlieren, geht doch irgendwie gar nicht. Cool Story. So. Vault 75. Okay. Cool. Ist nicht geplant. Der Vault ist immer interessant. Jetzt brauche ich natürlich wieder ein Andenken von Vault 75 Uniform. Terminal. Aber der Beschuss auch noch gemahlen. In der Sicherheit unserer Kinder, falls Nuklearangriffs, Vault-Tec nun ein Zusammenhang mit den örtlichen Regierungen von Morden. Der neu eröffnete Vault ist direkt mit der Grundschule Morden verbunden, ermöglicht somit eine schnelle Evakuierung, falls eines Angriffs während des Unterrichtszeit. Der Ursprung wäre so ein. Okay, dieses Vault hat sich anscheinend beschäftigt, Kinder großzuziehen oder was, quert auch noch in Richtung Probleme. Geht ist unter 18 Jahre ein Gewählter besuchen eine öffentliche Schule im Morden. Ja, gut, der Gruppe was nicht da als wäre, okay. Hey, Kinder, was machen die mit den Kindern hier drin? Jetzt kommt gleich das Abgefuckte. Gut. Wir werden nicht wissen, was die hier mit den Kindern machen. Wir werden es gleich herausfinden, ne? So, hier. Nein, konnte ich euch übersehen. Sagen ihnen doch mehrere Leute. Ja, da kommt man wieder hoch. Ich würde sagen, wie kommt man da runter? Also, wie kommt man da runter? Ist klar, aber wie kommt man wieder hoch? Teddybären! Aber noch keine Uniform. Kein Vault-Tec-Anzug. Jetzt wäre so ein Aufzug, so wie in den einen Vault. Ich glaube in allen Vaults, ne? Woher sind so Aufzüge gewesen? Vault-Tec-Labor-Kitten habe ich glaube ich sogar. Die nutze ich manchmal, wenn ich Sachen herstelle. Du setzt dich ehrlich auf ein Ding hin. Ha. Gut. Finde ich gut, in der Vault reinzustolpern ist immer gut. Vaults sind interessant. Begonnen, Vault 75. Erforschung Vault 75, aber natürlich. Gut, wenigstens eine Quest ist noch hier drin. Wie nicht gesehen, oder? Wahrscheinlich habe ich zum Beispiel mit einem Schlag weg. Na, komm her, wo ist er? Komm. Na komm. Und nicht. Ich lasse hier hin. Oh, geil. Ist das etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Ist nicht mit einem Schlag weg, warum war kein Schleichangriff? Gegen den Boden. Wegen Explosionsschaden. Oh Gott. Ja, springt einfach. Das ist
Ja, der hat auch direkt seine Waffe verloren, das so. Kung Fu Fighting, okay. Entwaffnet. Jedenfalls Level ab. Intelligenz auf 9, damit ich das hier nehmen kann. Nuklearphysiker. 50% mehr Schaden ist gar nicht mal schlecht. Und mit dem Fusionskern ist auch ein netter Bonus. Nerdwood ist eigentlich auch nicht schlecht, aber da brauche ich jetzt nicht. Intelligenz auf 9. So. Sehr geil. Wenn mir nur die Wackelpuppe, dann kann ich Intelligenz auf. Dann habe ich Intelligenz auf 10. Also hat wird wieder so extra berechnet oder so. Egal, so schnell wie möglich. Ich hätte eigentlich so schnell wie möglich Dingens machen sollen. Intelligenz hochballern sollen, weil dann hätte ich von Anfang an relativ viel Erfahrungspunkte bekommen. Je höher die Intelligenz, desto mehr Erfahrungspunkte nämlich. Deswegen hätte ich das viel früher machen sollen. Also das erste, was ich hätte machen sollen, wenn ich immer schneller Erfahrungspunkte krieg. Ja, was soll's. Wegen Preston ist es ja nicht irgendwie so ein Problem, dass ich nie was zu tun habe. Ich musste, habe ich auch noch gar nicht gesagt im letzten Part, ich musste vor der letzten Folge schon wieder zu diesen einen Außenposten, zu denen ich schon dreimal hingegangen bin. Diesen Olivia Außenposten irgendwo hier oder so. Da musste ich schon wieder hin und Raider erledigen. Und schon wieder sind die Gegenstände alle neu respawned. Zusammen mit den Gegnern. Ich muss die Karte finden. Okay, über 50, sehr gut. Ja, sehr gut. Was mache ich damit meinen jetzigen Dingen Schaden? Meinen Dingenswerte. So nochmal. Rechtmäßige Herrschaft. So, 75% mehr Schaden. Das heißt, irgendwann über 100 würde ich dann abziehen. Und da sehe ich eine Dose. Was? Ah, da. Nee. Mein Gott, diese Viecher, ne? Na komm. Kommen wir irgendwo so um die Ecke mal. Die hat sich angespritzt, ehrlich. Curry? Nee. Jemand, der genauso aussieht wie Curry. Na, schon wieder. Ich hab gesehen. Ja, boah. Also das ist auch überhaupt nicht nervig, ne? Los, Curry, los, Curry. Irgendwie stimmt mir Curry irgendwie nie zu, habe ich das Gefühl. Weil ich habe jetzt noch nichts gemacht, deswegen, aber. Ne? Warum merkst du schon die ganze Zeit zwischen einem Scheiß?
etwas von mir? Oh, der scheiß Name. Das ist ein echter Fehler, ganz ehrlich. Was? Gewaltige Auseinandersetzungen können eine Vielzahl von Verletzungen zur Folge haben. Warum gehst du näher an ihn? Gegner verlassen die nähere Umgebung. Immerhin bekomme ich so Kampfverletzungen zu sehen. Wo gehst du hin? Ist zwar gefährlich, aber auch ein gutes Training. Ernsthaft, das ist ein echtes Problem. Kann man das irgendwie einstellen, jetzt ganz ehrlich. Aber ich kann auch gar nichts machen. Hey. Was willst du? Ich kann auch gar nichts einstellen. Ich kann nicht die Strategie einstellen und so. Da kann ich einen Fallout finden. Fallout New Vegas konnte man das doch. Wieso kann man das in diesem Spiel nicht? Verstehe ich nicht. Fällt mir gerade so ein. In Fallout New Vegas konnte man das. Wieso kann man das hier nicht? Aufgepasst. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Warte da. Ich warte. Komm schon. Hier ist es sicher, oder? Aha. Wie kann man nur alles in Verbindung mit den Gefährten so verunst haben? Das ist nicht, dass die nie die Klappe halten in den Siedlungen, ne? Wir haben das ganze Paket hier irgendwie nicht gepackt. Das ist das Gefühl. Du in der Art, du hast einen Ripper. War ein Ripper, oder? Ich weiß, dass sie in dem Spiel gibt. Ja. Na, genau so. Kettenklinge, was? Kann ich noch nicht, ne? Also Englisch hieß der Ripper. Keine Ahnung, wie der in Deutsch gießen hätte. Ich kenne einige Waffen nur im Englischen. Ein Laborzugangsrad brauche ich noch. Schon so viel. So, gib mir das. Ich kann mal zurück. Oh ne. Was ist das? Ist der riesig? Die geht schon wieder mit seinem Fäust auf den. So langsam überrascht mich das überhaupt nicht mehr, dass die Charaktere so schnell frecken, wenn die so dämlich sind. Ich auch mal googeln, was es damit ausfällt. Bin ich froh, wenn ich schon den ganzen Fähigkeiten hochgeballert habe. Oh. Oh. Wo, wenn ich deren Fähigkeiten alle schon komplett habe. Dann kann ich hier irgendwie so einsame Wanderer und so als Fähigkeit nehmen. Damit ich irgendwie, weil ich nicht mehr tragen kann und mehr Schaden aushalten kann. Wenn ich alleine durch die Gegend reise, und da werde ich auch machen, wenn ich alle Fähigkeiten habe. Oh, halt.
Sonnenbrille ganz so cool. Du meinen Helm an. Oh, Klassenraum. Kann ich auf die Erfahrungspunkte jetzt gucken? Ich eigentlich jetzt mehr. Ich glaube nicht. In so kleinen Mengen nicht. Nein, ich wollte auf die nehmen. Was lernen denn die Kinder hier? Oblandhelden. Er ist so ein kleiner Junge namens Roy. So und Roy wuchs in einem ganz besonderen Ort auf dem Wolken 70. Ja, so und Roy wurden bei groß, was ist los? Auch sehr fein. Warum meinst du? Habt ihr Kinder schon mal in Obenland? Keine Daten gefunden. Ich war in der Schule früher so gewesen. Keine Daten über diesen Unterricht gefunden. Unterricht muss ausfallen. Jedes Mal. Bei vielen Türen, wo ich so Karten brauche. Damit. Raketen. Ich tue meine Raketen auch immer so schön unter meinem Bett verstauen. So. Und jetzt bis ich hier irgendwo die Intelligenz Wackelpuppe finde. Das wird mir irgendwie auf die Nerven gehen, weil dann hätte ich mehr oder weniger Level Up verschwendet. Also nicht verschwendet, aber wenn ich das jetzt noch nicht holen müssen. Mal schauen. Da, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Wo war ich und wo war ich nicht? Da rechts war ich nur nirgendwo, ne? Das Schlimmste ist ja, wenn ich irgendwo so etwas wie eine Wackelpuppe oder ein Magazin verpasst habe, wo ich schon war. Weil ich gehe ja nicht nochmal zu den Orten, zu den meisten Orten gehe ich nicht zurück, in denen ich schon mal war. Und wieder gehe ich ja natürlich immer wieder zurück zu einigen Orten, wo ich war, um die nochmal zu plündern, so Schrott zu sammeln und all sowas. Aber du kommst jetzt gerade recht spät. Meistens finde ich nichts sehr Bedeutendes. Da kam ich. Aufspringen, die haben die richtige Idee gehabt. Gehen wir jetzt da unten hin, würde ich sagen. Reaktor machen wir dann später. Ich will erstmal diese Karte haben. Eine Karte, alle Türen zu öffnen. Da war kein Feind entdeckt. Gehe zum Nahkampf über. Da regt mich gerade so echt auf, ne? Was ist eine Fernkampfwaffe? Warum dance ich auf einmal so auf? Hast du etwas Interessantes entdeckt? Ja, jetzt kann ich verstehen, warum du in den Nahkampf rüber gehst, aber trotzdem. Man geht nicht einfach. Boah, ups, hallo. Ich hab wieder voll geil. Wir machen mal so.
wäre, dass dein Oh, sorry, kaputt. Geh jetzt zum Nahkampf über. Deine Erfolgswahrscheinlichkeit liegt nahe Null. Jetzt passt du wie von hinten kaputt, ist klar. Dann mach ich absichtlich, weil ich von hinten angreife, geht die nah im Nahkampf auf die los oder was? Macht einfach keinen Sinn. Jedenfalls, da, das ist eine gute Waffe, wie das man die einsetzt. Jedenfalls, ich bin jetzt hier in den Park und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play 104. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.